Laos hat keinen Meerzugang, aber einen großen Fluss, den Mekong. Gut, hier muss es doch ein schönes Fischrestaurant geben. Wir machen alles in dem Wasser. Zähne putzen, waschen. Sag mal, ist das sein Bett, was da draußen steht auf dem Boot? Ja, ne? Ist ja geil. Aber da vorne sind auf jeden Fall Stühle. Da können wir direkt am Wasser sitzen. Das Militär ist hier oft präsent. Auch an Brücken. Hallo. Krass, Alter. Steht einfach mit einem riesen Gewehr und dann lässt du uns trotzdem einfach durch. Ein kleiner Mann mit einem großen Gewehr. Das schwimmende Restaurant ist schon in Sicht. Schön Fisch oder sowas, oder? Und der Fluss sieht jetzt, finde ich, auch gar nicht so dreckig aus. Ja, ich esse alles gerade. Ich bin gespannt. Du als Tanzbär darüber. Ob du baden gehst. Stell dich nicht so an, Alter. Auf dem Zebrastreifen kannst du auch geradeaus rübergehen. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin dafür talentiert, ins Wasser zu fallen. Über laotische Spezialitäten haben die beiden vor ihrer Reise nicht viel in Erfahrung gebracht. Hallo. Warum nicht mal überraschen lassen? What is the best food? Gung Ten. Gung, ich habe nur Gung verstanden. Gung, one of this. Gung ist Shrimp, Moritz. Ja? Gung ist Shrimp. Gung ist Shrimp? Gung? Gung? Ja. Two? Schön hier. Und so viele Hausboote. Hannes hätte auch gern eins. Genau sowas wäre mein Traum. In Deutschland vielleicht mit einer Wand drin, dass es nicht so kalt wird, aber so ein Hausboot. Oh, wäre nicht schlecht. Geil, Wand, ey. Du bist mobil. Geht dir der Nachbar auf den Sack, fährst du einfach ein paar Meter weiter. Die Brust auf deinen Hausboot-Traum. Auf das ich irgendwann eins hab. Auch so eins. Da mache ich mal ein Restaurant drauf. Das Essen ist da. Aber was genau haben sie nun eigentlich bestellt? Ach ja, irgendwas mit Shrimps. Das ist eine Überraschung, Hannes. Was war das denn? Alter, hier, guck mal hier. Oh, die leben noch, die. Oh. Die gehen voll ab. Guck mal hier. Es ist jetzt nicht ernsthaft, dass wir lebendige Viecher hier zum Essen bekommen, oder? Hat die auch so eine. Boah, guck mal. Krass. Das ist unser Essen. Wo ist denn so eine. Die sind jetzt einfach weggelaufen. Man merkt, dass wir in der total. Hannes, wie soll man das denn essen? Auf und rein. Ihr esst das jetzt so, ne? Er sieht ja eigentlich ganz lecker aus, der Salat. Abgesehen davon, dass er lebt. Man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die Dinger wieder auf den Teller zu packen. Augen zu und durch, ey. Ach du Scheiße, ey. Ja. Ich spreng das Essen vom Teller. Boah, schmeckt aber richtig geil. Und ist voll saftig. Das ist ja gut Bums, ne? Schöne Schärfe. Total tolle Kräuter drin. Guck mal. Ich finde die. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob die so viel Geschmack haben. Weil die sind total knusprig. Damit angle ich sonst immer. Die sind relativ geschmacksneutral, die Dinger. Der ist schon relativ groß. Ja, den rette ich. Guck mal, jetzt geht. Aber ich glaube, in meinem Magen geht es dem besser wie in der Plüre da unten. Komm, wir gehen mal in die Küche. Gucken, wo die Shrimps lagern. Can we see the kitchen? I'll show you. Mo, überfall die Leute mal nicht. Du weißt jetzt, was Hallo sagt. Bereit mal ein bisschen in der Landessprache. Ich hab wieder vergessen. Und stell dich nicht so bedrohlich mehr vor. Die haben Angst vor dir hier. Die haben mehr Angst vor dir als vor mir. Ja, genau. Da gebe ich dir mal. Schau mal, wie die dich mal anschauen, wenn du dich vor denen hinstellst und mit den Armen gebärdest, ach, und die anschreist. Ach, Quatsch. Hat bis jetzt immer geklappt. Yeah. Was heißt jetzt nochmal Hallo? Sabadi. 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 Can you show us, please? Okay, wir wissen ja gar nicht, wo es lang geht. Ah, wir fangen jetzt. Ich glaube, hier ist die Dings, auch die Salatstation. Das. Okay. Oh, krass, guck mal. Ah, schau, dann haben wir den doch gerettet. Der kommt aus dem Fluss hier. Wie viele Salate reicht das denn hier? Die Frage, wo die Köche hier die Shrimps lagern, wäre damit auch geklärt. Ja, die meisten spielen gleich auf tot. Komm, wir nehmen mal diesen Sack mit rein und dann machen wir mal so einen Salat, oder?
Wir haben uns gerade noch darüber unterhalten, wie dreckig dieses Wasser hier ist. Ja. Ne? Das ist organisch, das ist Bio-Shrimp. Mit Kacke gedüngt. Mit Kacke gedüngt, ja. Hannes und Mo wollen den Salat mal selbst machen. Dumm nur, dass der Koch kaum Englisch spricht. This? Or this? This, this. Gar nicht einfach, das Rezept herauszufinden. Ich leg mich jetzt hier direkt dazwischen. Minze, Chili, ein bisschen Hühnerpulver. Bevor das? So, was hast du denn jetzt? Ich mach das jetzt einfach frei Schnauze. Chili 1 und 2. Ja. Hannes und Mo pfeifen auf die Hilfe des Kochs. Ob sich das am Ende rächt? Das ist schon fast ein bisschen grausam. Dancing Shrimp. Das sieht gut aus. Und? Was sagt der Chef dazu? Mal Fisch, oder? Ich hab gesagt, Pizza. Dem ist der Salat zu sauer. Er hätte gern mehr Glutamat drin. Doch Hannes mag kein Glutamat. Das ist ein ganz normaler Bestandteil. Ja, aber ich krieg den. Ach, komm, ich mach ihm Gefallen. Ich krieg das auch ohne hin. Der Disco-Shrimp-Salat. Ob die lebenden Tiere in Deutschland die Kundschaft eher abschrecken würden? Mit ihrem Versuch sind Hannes und Mo nicht zufrieden. Also sonst hat es schon mehr Bums gehabt und ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob er mehr Glutamat reingemacht hat. Er hat wesentlich mehr Glutamat, glaube ich, reingetan.